So, hier habe ich mal ein kleines Unboxing für euch von, ich war wieder bei Amazon, habe mal wieder ein paar Schnäppchen bestellt und da habe ich mir gedacht, dann hole ich mir die Lautsprecher von JVC CSJ420X, das sind 10 cm Lautsprecher, Zwei-Wege-System, ja, könnt ihr die sehen. Gab es für einen Apple und Ei und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, mein Auto braucht immer wieder neue Lautsprecher, weil die alten habe ich durchgejagt und habe mir diese wundervollen Frontlautsprecher hier geholt, die ich dann auch die Tage, oh, die sind auch von der Verarbeitung, sehen die mal sehr cool aus. Naja gut, das sind wir von JVC anderes erwarten, die bauen halt nun mal Qualität. Meines Erachtens war die Qualität. So, und dann haben wir hier einfach nur, upsala, was haben wir hier noch drin? Hier haben wir noch Kabels zum Verbinden, Schrauben, Halterung und richtig, richtig coole Lautsprecher. Oh Gott, die werden, wenn die so gut klingen, wie sie aussehen, 210 Watt haben die. 21 Watt RMS, wow, 4 Ohm, also für mein Auto sind die bestimmt ganz gut. Hier habt ihr die Teile mal, könnt ihr euch die mal angucken, ist denn hier, so, ja, das war's eigentlich schon, das war mal so ein schnelles Unboxing. Hier hat man noch, da kommt es raus hier. Mal hier, dann kann ich die nämlich direkt nachher mal runter ins Auto bringen. Einfach nur die Verbindungskabel, weiß und grau, zack. Und haben, wie gesagt, nicht viel gekostet, waren im super mega Sonderangebot bei Amazon für das Paar, glaube ich, 12 Euro mit Versand, wenn ich mich nicht irre. Ich werde euch natürlich auch noch, oh Gott, ich kriege sie nicht eingepackt, hilf mir einer. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, ach scheißegal, okay, das war jetzt der totale Reinfall, okay, kein Plan, ist auch egal. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen, wie die klingen. Ich werde die dann direkt ohne Verstärker anschließen ans Radio und dann mache ich euch mal ein Video davon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Werd den Link unten reinhauen. Lasst mir ein Like da oder auch keins. Bis denn dann. Ciao.